So, der Bärtel ist müde auf jeden Fall. So, sie sagt das Gleiche, hat sich in etwas mit einem Puls verliebt. Tut mir leid, ich muss gleich weg, versuche es in 2 Stunden nochmal. Okay, die Zeitspanne ist zumindest schon mal kürzer. Dann geh aufs Klo, wenn du musst. Und vor allen Dingen spül danach. Die Siobhan macht sich ein bisschen Musik an. Kann sie von mir aus tun? Und die Esmeralda kann mal eine Zeitung noch recyceln. Oder vielleicht auch gleich 3 davon. So, und dann können wir nochmal hier in den Briefkasten schauen. Wir haben nämlich Post. Okay, das Zeitung recyceln ist jetzt nicht so interessant. Da läuft sie ja immer hin und her und hin und her. Deswegen baue ich, wenn ich Sims-Häuser baue, dann baue ich die Häuser immer so, dass der Brief, also dass es ganz nah beieinander ist. Briefkasten, Mülltonne und Haustür. Weil dann hat man nicht immer dieses Hin- und Hergelaufe. Das ist halt hier jetzt in diesem Falle echt so ein bisschen so. Oder ich müsste wenigstens die Mülltonne jetzt eigentlich so hier hinstellen, ne? Kann man das machen? Es geht doch bestimmt. So, dann sieht die Sache schon viel besser aus. Muss sie nicht so ewig weit laufen. So, ich weiß nicht, was wir bekommen haben. Dein Zimmer hat folgende glitzernde Lieferung vom Juwelier erhalten. Smaragdschliff. Smaragd. Esmeralda hat in der Post einen Brief von Edwin. Darin steht: Vielen Dank. Jetzt kann ich dir endlich sagen, wie besonders du für mich bist. Und schon wieder noch einen Liebesbrief von ihm bekommen. 2 Liebesbriefe von Edwin. Esmeralda, was machst du da? Ja. Spiel in den Blättern und mach alle wieder auseinander. Ich weiß ja nicht, wer die zusammengehakt hat, aber ja. Okay, ich wüsste ja Sinnvolleres, was du mal machen könntest. Du könntest zum Beispiel das wegräumen, weil das wird sowieso wieder schlecht. Du könntest zum Beispiel dem Edwin, nee, dem Edwin sag ich schon, dem Bärtel was zu fressen geben. So. Das trifft sich doch super. Wir wollten ja sowieso zu ihr hin. Und dann machen wir das einfach auf diese Art und Weise. Aber ich sehe, dass unsere Zeit ziemlich weit fortgeschritten ist. Deswegen würde ich sogar sagen, wir machen das jetzt einfach hier noch mit der Party. Und dann teile ich die Folge danach in 2 Teile. Deswegen werdet ihr dann wieder mal einmal keine Begrüßung und einmal keine Verabschiedung erhalten. Party besuchen. Halt. So, hoffentlich hat es noch gezählt. Ja. Okay, und wir besuchen nämlich auch eine Party. Oh. Siobhan, dreh mal nicht am Rad jetzt. Okay, ja, diese Fee hat unheimlich viele Facetten. Sie hat auch eine rockige Seite. Das haben wir ja ganz am Anfang auch schon mal festgestellt. Herzlichen Glückwunsch, du hast Objekte im Wert von 104 verkauft. Nur 104? Okay. Ich hätte mir irgendwie mehr erhofft. Aber naja, gut. 104 sind 104. Besser wie gar nichts. Wann geht denn diese Party eigentlich los? Geht doch bestimmt schon los. Hallo, Party, Party? Nee. Ich kann bis jetzt keine Party feststellen.
Eine Tieradoption wäre hier. Star der Tierschau. Tja, ich weiß nicht genau, was hat die gesagt, wann die Party losgeht? Haben wir jetzt weg. Wir werden das schon rausfinden. Und was können wir denn nochmal tun für unsere Berufserfahrung? Wir könnten... Eigentlich könnten wir nochmal hier an das Teleskop gehen. Und könnten noch ein klein wenig in die Sterne schauen. Und genau, dann würden wir bestimmt auch gleich auf die Party geschickt. Klingelt schon wieder das Telefon. Es ist immer das Gleiche. Ja, dann geh halt nur ran. So, Sioban muss gehen. So. Sioban hatte jedenfalls viel Spaß. Das ist gut. Und eigentlich wollte ich gerne, dass du mal da rangehst. Was ist mit der Party? Ich dachte irgendwie, es findet heute eine statt. Vielleicht auch nicht. Laden Sie einfach nochmal ein. Es kann natürlich auch sein, dass die Party erst später losgeht. Dann wird sie uns aber sagen, dass sie nicht kann. Okay, sie hat keine besondere Lust. Aber sie hat uns zur Party eingeladen. Also gehen wir einfach hin zur Party. Ich hatte ja gesagt, das werden wir noch machen. Oh ja, und der Bärtel muss jetzt was fressen. Es ist gut, dass wir ihm nochmal was gegeben haben. Und dann an seinen Kratzbaum gehen. Wir müssen das auch ersetzen demnächst. Und jetzt will er wieder eine Schildkröte fangen. Naja, vielleicht, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. So, die Esmeralda ist schon auf der Party. Wie es aussieht. Und ich wollte die, wollte eigentlich jemanden fragen. Aber ich fürchte, wir müssen uns jemand Neues suchen. Ein Star. Star begrüßen. Ja, das ist zumindest ein Star mit nur einem Stern. Da, oh, seit neuestem verliebst du dich in jeden Mann, oder wie? Hat Sinn für Humor. Vielleicht zu einfach. Vielleicht sollten wir uns mal mit einem anderen Mann treffen, damit er Edwin eifersüchtig wird. So, scheinbar offensichtlich. Straßenkunst, nein. Offensichtlich brauchen wir mit ihr nicht reden, aber vielleicht mit ihm. Fragen wir ihn doch einfach mal, ob er Single ist, denn ich möchte ihn einfach so ein bisschen. Ich möchte die Beziehung ein kleines bisschen aufbauen, damit wir ihn dann fragen können nach diesem anderen Sim. So. Da ist die Shannon McAnna.
Die wir natürlich auch versuchen könnten zu fragen. Freundlich kennenlernen. So, mit ihr haben wir uns aber auch einigermaßen reingefuchst. Winhardt. Okay. Segnavi Chogel. Bruni, Jazad. Linar. Okay. Wir versuchen es jetzt einfach. Wir fragen sie jetzt hier nach dem Sim. Vielleicht sagt sie uns ja was. Huna! Blin! Das ist hier der Oberbro, der hat schon 4 Sterne. Der ist recht berühmt. Sie will ein Foto von ihm machen. Lass das mal. Dafür gibt's Paparazzi. So. Wo sind wir denn? In der Unterstufe. Über das Liebesleben von Nessie Loughlin kann ich keine Auskunft geben. Okay, die Beweise sind vollkommen unzureichend, aber ich fürchte, wenn ich Brandon McGrath mit Nein antworte, bekomme ich kein Geld. Ich muss also geschickt vorgehen, wenn ich ihm Bericht erstatte. Okay. Dann gehen wir mal Bericht erstatten. Ja, wir können auch mal ein bisschen mit Edwin plaudern. Das wird sie nicht sehr lange machen. Nein, und ich will nicht, dass du ein Foto machst. Was ist hier? Ein Glückszauber, nein. Wir können mal versuchen, uns mit ihr hier anzufreunden. Mit einem Star anfreunden ist vielleicht nicht so eine schlechte Sache. Und wir haben ja hier so ein kleines bisschen Input. Ist eigentlich genauso viel, wie wir hier bei der Shannon haben. So, eigentlich möchte ich noch den Fall abschließen. Und dann wieder mit der Esmeralda nach Hause fahren. Und dann schauen wir mal. Ich habe Brandon McGrath nicht direkt belogen. Ich habe einfach nur einen Teil der Tatsachen für mich behalten. Auch habe ich keine Expertenmeinung dazu abgegeben. Ich habe Brandon einfach nur zu verstehen gegeben, dass Nessie Loughlin verknallt ist. Was für meine Bezahlung und den Abschluss des Falls ausreichend war. Esmeralda hat erhalten Berufserfahrung und 500 Simoleons. Und die Beziehung zu ihm hat sich irgendwie auch verbessert. Okay. Sehr schön. Na, dann werde ich jetzt mal mit der Esmeralda nach Hause. Nach Hause gehen, genau. Der Bertel müsste ja schon längst zu Hause sein. Schauen wir doch, was er macht. Ja, wie herrlich das sich aufbaut. So wunderbar langsam und dann erstmal nur so in One-Farbe, also in einer Farbe und dann, naja. Das sind halt die Sims 3 auf meinem alten PC. Es lässt sich nicht ändern. Immerhin läuft es noch. Bin hier ganz zufrieden mit. Und stürzt nicht ab. So, sich putzen. Ja, du könntest dich ein bisschen putzen. Immer eine gute Sache für eine Katze, sich zu putzen. Auch wenn es ein Kater ist. Und die Esmeralda ist zum Glück momentan nie müde. Das heißt, sie kann immer hier was machen. Wir sollten den Ruby da aber nicht so lange sitzen lassen. Können wir das so? Nein, das können wir nicht. Ich finde es auch unglaublich. Ich habe ja nur dieses eine Drachenei gefunden. Über die ganze Zeit hinweg, seitdem wir hier sind. Okay, also dann. Ich möchte, dass du dieses Tier in dein Inventar steckst. Und dann kannst du was essen. Genau.
und dann kannst du ein bisschen putzen. So, meine lieben Freunde, während die Esmeralda jetzt hier sich was zu essen macht und ein bisschen Hausputz macht, werde ich mich von euch verabschieden. Werde dann mal sehen, wo ich die Folge letzten Endes jetzt in zwei Teile schneide. Auf jeden Fall ist sie lang genug für zwei Teile. Und freue mich dann aufs nächste Mal. Bis dahin bleibt dran. Eure Kalugia. Tschüss und bye bye.